Umwelt, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit. Diese Themen hatten schon in jüngerer Vergangenheit große Bedeutung. 2019 scheinen sie so aktuell und dringend wie noch nie zu sein. Projekte aus 21 Gemeinden, ökosoziale Unternehmen und unterschiedliche Netzwerke, die gemeinsam nach einer Lösung für eine lebenswerte Gemeinde der Zukunft suchen. So wird ein Lösungskongress erschaffen, der uns alle betrifft und nachhaltige Lösungen für die Zukunft bieten soll. Am 14. September wird in der Messe Salzburg die lebenswerte Gemeinde der Zukunft entstehen. Du brauchst alt, du brauchst jung und es gibt so viele versteckte Schätze und die suchen wir, die wollen wir näheren Stärken verbinden. Auch schauen, dass wir Finanzen haben, auch ganz, ganz wichtig und der wissenschaftliche Teil ist auch wichtig. Also wir haben so viele Pioniere an Bord, sei es aus der Wirtschaft, aus der ökosozialen, sei es gewisse Gestalter, auch Bürgermeister, die es nicht einfach haben. Das heißt, steigen wir in ein Boot, gehen wir gemeinsam in eine Richtung und dann geht es in absolut eine gute Zukunft. Mit dabei auch der Austrian-Rock Franz Müllner. Und ich suche das stärkste Kind und die müssen dort ein Elektroauto, einen Smart mit ungefähr 700-800 Kilo und dann müssen es 20 Meter weit ziehen. Gesucht werden noch 50 kleine Helden zwischen 5 und 15. Und das ganze Motto ist einfach, du bist stärker als du denkst. Ich habe da schon einige Veranstaltungen gemacht und das sagt eh schon alles. Du bist stärker als du denkst, weil viele Kinder sagen, naja, ein Auto ziehen, wow, wir schweißen, das ist so, wie man früher auch denkt. Aber wenn du an dich glaubst, wenn du positiv durchs Leben gehst, dann wirst du auch diese Last bewältigen. Und glauben die Kinder selbst an sich? Seid ihr Kinder stärker? Also wieder Franz? Weiß ich nicht. Wie kommt das selber für? Ich glaube nicht. Was meinst du, wie schwer das Auto ist? Gute 500 Kilo. Hast du ein bisschen vorbereitet drauf? Nein, eher nicht, aber ich glaube, ich werde es schon schaffen. Was meinst du, wie geht's da? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass wir es schaffen. Genau, Franz ist jedenfalls ein Geschenk aus vielfacher Hinsicht heraus, weil er über seine Grenzen geht, weil er beweist, was wirklich möglich ist, weil er ein Familienmensch ist. Ich habe mal kennengelernt, dass er Familie ist, seine Frau. Eine ganz tolle Geschichte und diese authentischen Pioniere, die brauchen wir jetzt, um in eine neue Richtung, um einen gesellschaftlichen Wandel zu schaffen. Und eins, was der Franz ja nicht gesagt hat, was uns so wichtig ist, ist, dass irgendwann einmal mit einer gewissen Anzahl von Menschen und Kindern auch die stärker sind wie der Franz. Das heißt, ein einzelnes Individuum kann nie stärker sein, wie eine Gruppe und dieses Wir wollen wir in dem Sinn da sagen, aber das ist vielleicht eine Überraschung für den Franz dann. Beim Testziehen im Lungau konnten aber nicht nur Kinder mitmachen. Ich sage, ich bin gerne nicht um Sist Bushido, also ich glaube ein bisschen was werden wir schon zusammenkriegen. Naja, es ist ein kleiner Spucker, also ich glaube, das werden wir wohl hinkriegen, oder? Um die Motivation zu steigern, wurde prompt das Auto gewechselt. Aus 700 Kilo macht 2,6 Tonnen. Naja, justament nicht, aber. Wir haben ihn nur so tun, wenn wir ins Blonk daten. Richtig. Es muss ja für die Zuschauer ausschauen, als war es anstrengend. Nee. In Wahrheit ist es ja ganz leicht. Die Kinder sind in der virtuellen Welt, weil sie dort Helden sind. Und wenn sie wir im realen Leben wieder zu Helden machen, dann brauchen sie die virtuelle Welt nicht. Und genau das ist unser Anliegen mit der Stärkung des ländlichen Raums. Und ich habe sogar die Vermutung, dass von diesen 2500 Menschen sehr, sehr viele Kinder dabei sein werden. Aber da freuen wir uns voll drauf. Für die damals auch, für die Jugend, diese Freitagsbewegung etc. Das ist absolut ermutigend, was da im Moment passiert.